Vor ihm war das große Nichts. Quasi aus dem Stand erschuf Nissan mit dem Qashqai eine ganze Fahrzeuggattung und darüber hinaus einen echten Bestseller. Mit der zweiten Generation des kompakten SUV hat Nissan es ungleich schwerer, denn das Alleinstellungsmerkmal des Qashqai ist dahin. Ab sofort wird mit Kampfpreis und Design um Marktanteile gekämpft. Der Qashqai Nummer 2 tritt mit dem neuen Familiengesicht auf. Er soll eine freundlichere Anmutung haben und ganz gezielt Familien ansprechen. Wir sagen, trotz freundlicher Mimik sieht die Front ziemlich scharf aus und steht dem kompakten Hochbein ausgezeichnet. Auch das Heck darf man als durchdesignt ansehen. War es beim Alten noch ein wenig uninspiriert, treffen hier scharfe Linien aufeinander. Dazu passt auch die Fahrleistung. Unser Go-Testkandidat tritt mit der Idealmotorisierung an. Man findet unter der Motorhaube das 1,6 Liter Dieselaggregat mit 130 PS. Der Motor ergänzt durch guten Antritt und 320 Newtonmeter Drehmoment. Die braucht es auch, um den Qashqai souverän zu bewegen. Dabei hilft das Sechsganggetriebe, dessen Anschlüsse perfekt passen, so dass man permanent auf der Drehmomentwelle surft. Unser Qashqai hat außerdem noch Nissans All-Mode 4x4 Antrieb mit an Bord. Er garantiert Grip unter widrigsten Bedingungen. Im Alltag bespielt er allerdings nur die Vorderachse. Die Geländefähigkeiten darf man aber trotz Allrad nicht überschätzen. Der Qashqai ist definitiv in der Stadt zu Hause. Wir haben uns für die Tekna-Ausstattung entschieden, die an und für sich schon sehr komplett ist. Allerdings sollte man auch noch zum optionalen Lederpaket greifen. Damit entsteht eine sportliche Premium-Atmosphäre. Ebenfalls empfehlenswert ist das 360 Grad Safety Shield, das mit Hilfe einer Armada an Sensoren und Kameras den Raum rund ums Fahrzeug überwacht. Den alten Qashqai gab es auch mit längerem Radstand als Plus 2. Den neuen gibt es in nur einer Karosserievariante. Das soll Großfamilien nicht ausschließen, sondern den nächstgrößeren Nissan X-Trail näher an den Qashqai rücken. Unser Fazit zum Nissan Qashqai. Mit dem Dieselaggregat und der Tekna-Ausstattung ist die zweite Generation des Kompakt-SUVs fit für den Kampf um neue Kunden. Die Konkurrenz sollte sich besser schon mal warm anziehen.